Guck mal, was ich entdeckt habe. Drei richtig wilde Fahrräder in freier Laufbahn. Du hast Bock auf Abenteuer und liebst die große Freiheit, dann ist Bikepacking genau das Richtige für dich. Ich teste heute verschiedene Modelle und das Equipment für dich. Sei gespannt. Fangen wir mit einer exotischen Spezies im Bikepacking an, das Mountainbike. Du hast beim Mountainbike breite Räder, tiefes Profil, eignet sich natürlich optimal für Trails, für unebenes Gelände, Wald, Berge. Dann hast du hier vorne die Federung, mit der du über Stock und Stein knallen kannst. Wir haben jetzt hier ein Hardtail, was hinten nicht gefedert ist. Der Vorteil dabei ist, stell dir vor, du hast jetzt hinten noch eine Federung, wie beim Fully, dann würde ganz einfach hinten die sogenannte Arschrakete auf dem Reifen schleifen oder da drauf knallen, und das wollen wir natürlich vermeiden. Und wenn du eine hydraulische Sattelstütze hast, dann musst du natürlich während der Fahrt darauf achten, dass du sie nicht zu tief absenkst, wegen des Gepäcks. Also für wilde Routen und Abfahrten ist das Mountainbike mega geeignet. Kleiner Nachteil ist natürlich, wenn du längere Strecken hast, sind die breiten Reifen natürlich nicht unbedingt geeignet dafür. Du bist einfach schwerfälliger, du bist ein bisschen langsamer unterwegs und du kannst auch nicht allzu viel Gepäck mitnehmen. Aber hierfür brauchen wir, nee, das passt schon. Auch ganz wichtig, ja, Klingel, Safety first und Katzenaugen. Hm? Unser zweites Bike ist ein Gravel-Bike. Gravel heißt zu Deutsch Schotter. Und es meint einfach, dass du auf verschiedensten Untergründen unterwegs sein kannst. Du siehst hier, der Reifen ist etwas schmaler als beim Mountainbike. Du hast dennoch auch Profil. Dieses Modell hat jetzt keine Federgabel, was auch üblich für ein Gravel-Bike ist. Aber mittlerweile gibt es auch immer mehr auf dem Markt mit Federgabel. Und du siehst, die Position ist sportlich und generell bist du eben auch schnell und wendig mit dem Bike unterwegs. Das Gravelbike kommt in der Regel beim Kauf nackig daher. Wenn du mehr Gepäck mitnehmen möchtest, achte am besten darauf, dass du mehr Befestigungspunkte hast, wie zum Beispiel vorne an der Gabel. Dadurch kannst du einfach diese Taschen auch noch anbringen. Und wenn du noch diese zwei Taschen hinten anbringen möchtest, dann achte darauf, dass du auch hier unten einen Befestigungspunkt für den Fahrradträger hast. Wenn du keine Befestigungspunkte hast, ist das auch gar kein Problem. Dann kannst du einfach Taschen nutzen. Zum Beispiel vorne, in der Mitte und hinten, die dann einen Klettverschluss haben. Wenn du Befestigungspunkte hast, mega cool, dann kannst du einfach beides nutzen. Neben vielen Vorteilen hat das Gravelbike wenig Nachteile. Einer ist zum Beispiel, naja, ich würde jetzt nicht unbedingt Trails damit runterballern. Der andere ist, das Gepäck hat eine Belastungsgrenze. Kannst du also nicht so schwer beladen wie ein Reiserad zum Beispiel. Oh Mensch, jetzt brauche ich doch Hilfe. Hallo, Entschuldigung, jemand da? Oh, na toll, alle im Gespräch. Jetzt kommen wir zu unserem Urgestein des Bikepackings, nämlich dem Reiserad. Wie du siehst, du kannst es super schwer beladen, vorne, hinten, in der Mitte. Und es ist von dem Kauf an schon ausgestattet mit Gepäckträgern, Licht, Schutzbleche. Du kannst es voll beladen und es ist super geeignet für lange Touren. Und was ich an diesem Modell besonders cool finde, du kannst nicht nur hier unten bremsen, sondern sogar, wenn du in aufrechter Position bist. Der Nachteil am Reiserad ist, es ist tendenziell etwas schwerer als die anderen, weniger sportlich und nicht unbedingt für das raue Gelände geeignet. Jetzt habe ich nochmal drei Tipps für dich. Tipp Nummer eins, schütze deinen Rahmen vor dem Klettverschluss. Natürlich beim Fachhändler deines Vertrauens. Wichtig ist, bring die Dinge auf jeden Fall vorher an. Tipp Nummer zwei, belade dein Rad vorne nicht so stark, weil du natürlich auch lenken musst und das Ganze etwas aus dem Gleichgewicht bringen kann. In der Mitte ist dann Platz für all das, wo du mal eben drankommen musst. Wie zum Beispiel dein Lieblingskeks. Kann ich noch so einen haben? Und hinten kannst du dann all... Achso, Moment. Und hinten kannst du dann all das verstauen, was du nicht so häufig brauchst. Alles, was schwerer ist, und achte natürlich auch dabei darauf, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Tipp Nummer drei, wirklich niemand hat Bock auf nasse Klamotten. Deswegen achte immer darauf, dass deine Taschen auch wirklich wasserdicht sind. Vorteile vom Mountainbike fürs Bikepacking. Unübertroffen in technischem Gelände. Es ermöglicht das Befahren von Trails und schwierigen Pfaden, die für Gravelbikes oder Reiseräder zu herausfordernd wären. Die Möglichkeit, breitere Reifen zu nutzen, bietet zusätzlichen Komfort und Traktion abseits befestigter Wege. Die Nachteile? Kann für lange Strecken auf Asphalt oder leichten Wegen weniger effizient sein als Gravelbikes oder Reiseräder. Die robuste Bauweise und zusätzliche Ausrüstung, wie die Federung, können das Gewicht erhöhen.
Vorteile vom Gravelbike fürs Bikepacking: Es bietet eine hervorragende Mischung aus Effizienz auf der Straße und Fähigkeiten im leichten bis mittelschweren Gelände. Die Flexibilität, schnell zwischen unterschiedlichen Oberflächen zu wechseln, ohne an Leistung zu verlieren, macht es zu einem ausgezeichneten Allrounder fürs Bikepacking. Nachteile: Nicht so gut geeignet für sehr technisches oder schwieriges Gelände wie ein Mountainbike. Die Belastungsgrenze und die Möglichkeit, schweres Gepäck zu tragen, sind im Vergleich zu spezialisierten Reiserädern möglicherweise eingeschränkt. Vorteile vom Reiserad fürs Bikepacking: Konzipiert für die Langstrecke mit schwerem Gepäck, bietet es Stabilität und Komfort über weite Distanzen. Die robuste Konstruktion und die Möglichkeit, zahlreiches Zubehör zu montieren, machen es ideal für ausgedehnte Touren mit viel Ausrüstung. Nachteile: Tendenziell schwerer und weniger agil als Mountainbikes oder Gravelbikes, kann im technischen Gelände oder bei schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Untergründen weniger vorteilhaft sein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schwebe im siebten Bikepacking-Himmel und ich kann es kaum erwarten, meine Sachen zu packen und auf die nächste Abenteuerreise zu gehen. Doch wie sieht's mit dir aus? Hast du Bikepacking-Erfahrung? Hast du Bock darauf? Hast du Erfahrungen oder eben auch Fragen? Schreib alles in die Kommentare. Ich lese mir alles durch. Ich freue mich mega, von dir zu hören.